Anja Kohl an der Börse in Frankfurt. Was bezweckt Präsident Putin mit diesem Schritt? Es ist die erste große Gegensanktion Putins, ein Frontalangriff auf den Westen, insbesondere auf Deutschland. Putin testet, wie weit der Westen, dessen Einheit bei den Sanktionen bröckelt, tatsächlich bereit ist zu gehen. Ganz konkret könnte die Maßnahme die angeschlagene russische Wirtschaft und den Rubel stützen, denn mit Rubel aus dem Westen kann Putin den Lohn für seine Soldaten bezahlen, Geldautomaten, an denen Abhebungen begrenzt wurden, wieder füllen und die hohe Inflation im Land bekämpfen. Lässt sich der Westen darauf ein, unterläuft er die Isolation der russischen Zentralbank, heißt seine schlagkräftigste Sanktion. Denn über die Zentralbank müssten Dollar und Euro in Rubel getauscht werden. Zahlt der Westen nicht, hat Putin einen Grund, den Gashahn zuzudrehen. Es schürt die Nervosität und es drohen nun noch höhere Gaspreise. Damit zurück nach Hamburg. Vielen Dank, Anja Kohl.